So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Format hier auf Bro Gamer View. Ich bin der Pinkel Bernd und ich habe mir überlegt, ich werde mit euch jetzt das Format eine Runde mit Pinkel Bernd anfangen. Das Ganze, um euch das mal kurz vorzustellen, soll nicht so in die Richtung Let's Plays gehen, sondern eher so in die Richtung Live-Erfahrungen eines Spiels, das ich euch vorstelle, mit ein paar Informationen über das Spiel zu paaren. Für die erste Runde habe ich mir heute H1Z1 vorgenommen. Da hat der Micha ja schon ein Survival-Video gemacht mit 10 wichtigen Tipps, die man befolgen sollte, um zu überleben. Das ging allerdings quasi um den Freeplay-Modus. Es gibt noch einen weiteren Modus bei H1Z1 und der heißt Battle Royale. Den möchte ich euch jetzt gerne vorstellen und mit euch eine Runde H1Z1 Battle Royale mit Pinkelbeeren spielen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Also die Leute, die das Video von Micha gesehen haben, wissen, bei H1Z1 handelt es sich um ein Zombie- bzw. Apokalypse-Survival-Spiel, bei dem man gegen Zombies kämpfen muss und dabei versuchen muss, natürlich so lange wie möglich zu überleben. Dass die Zombies jetzt aktuell noch nicht so stark sind, liegt vor allem auch daran, dass sich das Spiel noch in einer Early Access Phase befindet. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Alpha bzw. eine Beta, die man aktuell über Steam erhalten kann. Kostet 19,99 € die normale Version. Es gibt auch noch die Premium-Version, die kostet dann nochmal etwas mehr. Ich kann mal eben fix nachschauen. Die Premium-Version kostet 37 € bei Steam. Wir haben uns beide die normale Version gekauft und unserer Meinung nach reicht das auch. Aber kommen wir nun erstmal zu dem Spiel. Battle Royale, oben steht's. Play Battle Royale. Ich möchte es anklicken, es geht nicht. Das ist schade und ich weiß leider auch nicht warum. Aber das macht nichts, das kriegen wir bestimmt noch irgendwie gebacken. Play Battle Royale. Badabam, es geht nicht. Oh, nach einer kurzen Wartezeit ist nun der Battle Royale Modus dort aufgetaucht. Ich werde jetzt schnell auf Play Battle Royale klicken. Gebe mir einen schicken Namen. Bernd the Killer. Hohoho, Leute. Auf geht's, ab geht's. Ja, kurz vielleicht beschreiben, was dieses Spiel oder dieser Spielmodus Battle Royale so ausmacht. Im Battle Royale treten die teilnehmenden Spieler alle gegeneinander an. Also entweder 32 bis 38 Personen, wird so gesagt, treten auf einem Server gegeneinander an. Man muss überleben und vor allem muss man Waffen finden, denn es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Sieger ist quasi der, der zuletzt überbleibt, also quasi seine Gegner ausgerottet hat. Es geht dabei eben nicht nur darum, gegen die anderen Spieler zu überleben, sondern natürlich auch gegen Zombies. Man hat Hunger, Durst. Auch nur eine gewisse Art von gewisse Länge von Ausdauer. Das heißt, man kann nicht unbegrenzt schnell laufen und so weiter und so fort. Es gibt also viele verschiedene kleine Einzelteile, die man beachten muss, um bei Battle Royale erfolgreich zu sein. So, wir sehen, das ist jetzt also hier quasi der Anfangsbereich im Battle Royale. Ein paar nervige Spieler, die hier die ganze Zeit rumschreien. Das ist natürlich extrem nervig. Ich hoffe, ich kann da mal ein bisschen von wegkommen. So, jetzt haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Also folgendermaßen sieht das jetzt aus, Leute. Das Match startet in 10 Sekunden, steht da gerade. Also, jetzt bereit machen. Alle Spieler hier gegeneinander. Ich sehe jetzt nicht genau, wie viele es sind. Ich schätze mal so 20, 30 Leute. Auf geht's, ab geht's. Wir kämpfen jetzt alle gegeneinander. Wir müssen nicht nur gegen den Hunger und Zombies kämpfen, wir müssen vor allem gegen die anderen Spieler kämpfen. Ah, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ach, guck mal. Man ist an so einem schönen Fallschirm befestigt. Und kommt jetzt quasi auf die Spielwelt hinunter. Ich kann noch mal ein paar kleine Statistiken sagen, während wir hier so durch die Gegend fliegen. Ach, guck mal, da ist noch ein anderer Spieler. Und zwar sind aktuell, also ich spiele jetzt gegen 10 Uhr morgens, gerade unter der Woche, aktuell sind circa 12.000 Leute online bei H1Z1. Insgesamt wurde das Game zwischen 40 und 50.000 Mal verkauft, also die Early Access Version. Und was ich jetzt zu dem Battle Royale-Modus noch sagen möchte, ist, dass es so ist, dass mit der Zeit die Map immer kleiner wird. Das heißt, es gibt so einen gewissen Radius, der wird abnehmen mit der Zeit, damit es zwangsläufig irgendwann zu einem Showdown kommen wird.
So, ich mache das Ganze jetzt mal in der First Person, im First Person Modus. Wichtig ist, dass man sich jetzt eben erstmal orientiert. Da oben steht, okay, wie viel Zeit noch da ist, bis es wieder verkleinert wird, nehme ich mal an. Man muss jetzt schnell sein. Man muss schnell sein, man muss Waffen finden, die man verwenden kann. Da ist es schon ein anderer Spieler. Das ist natürlich Käse. So, schauen wir mal schnell durch die Gegend hier, dass wir mal eine Waffe finden oder so. Okay, hier ist nichts zu holen. Hier ist auch nichts zu holen. Oh Mist. Kann gut sein, dass wir gleich direkt einen auf die Rübe kriegen, weil wir nicht direkt was gefunden haben. So, das macht aber nichts. Da ist der andere Spieler hingelaufen. Wir laufen mal weiter in diese Richtung. Eine Option ist natürlich auch, sich einfach erstmal in den Wald zu schlagen. So. Ihr seht unten rechts übrigens die Anzeigen, wie es aussieht mit meinem Essen und so weiter und so fort. Unten links im Chat, wenn ihr das sehen könnt, da steht jetzt immer schon, wer wurde gekillt, wer wurde ermordet. Ich gehöre zum Glück nicht dazu. Ich werde mir jetzt aber mal versuchen, einen Pfeil und Bogen zu machen. Ich hoffe, das funktioniert schon. Rippala, ich lege mich dazu auf den Boden. Ich hoffe, ich muss das nicht noch discovern. Ich muss es noch discovern. Also ich muss hier gewisse Dinge erstmal erfinden, also Rezepte mir raussuchen, damit ich gewisse Dinge bauen kann. So, jetzt werde ich mal den Bogen erfinden. Zack, jetzt habe ich einen Makeshift-Bow, den kann ich jetzt auch craften. Das mache ich, das wäre quasi jetzt meine erste Waffe. Jetzt habe ich einen Bogen und ich möchte natürlich auch Pfeile haben. Jetzt habe ich Pfeile mir entdeckt und kann diese nun craften. Ich crafte jetzt also erstmal drei Pfeile, damit ich mit meinem Bogen auch schießen kann. Ganz wichtig. Sonst bringt mir der Bogen nämlich herzlich wenig. So, ich gehe mal in die First-Person-Ansicht. Habe jetzt auch noch so einen Branch, der ist mir eigentlich relativ Wurst. Das ist aber eine Nahkampfwaffe, also lassen wir den nochmal da. Oh, jetzt habe ich meinen Bogen liegen lassen. So, zack, Bogen haben wir jetzt. Da tun wir einen Pfeil drauf. So, zack, und jetzt können wir damit rumlaufen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt ganz, ganz schnell uns mal eine richtige Waffe zu holen. Es gibt bei H1Z1 nämlich nicht nur die Möglichkeit, mit dem Bogen zu hantieren, sondern auch mit Pistolen, Sniper-Rifles, Hunting-Rifles, Maschinengewehre und so weiter und so fort. So, ich bin mal gespannt. Es ist für mich tatsächlich auch das erste Mal, dass ich diesen Modus spiele. Ihr entdeckt ihn also quasi mit mir zusammen. Unten im Chat seht ihr die ganze Zeit, Leute sind gestorben, Leute sind gestorben. Wir sind schon mal nicht letzter. Würde ich sagen, schon mal einen Daumen hoch dafür. So. Okay, wir laufen hier also ein wenig durch die Gegend. Schade eigentlich, dass wir in dem Haus, wo wir gerade quasi gespawnt sind, beziehungsweise in der Base nichts gefunden haben. Da waren allerdings auch andere Spieler und ihr kennt Bernd. Bernd ist ein Angsthase. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht und bin dann doch lieber weggelaufen. So, wir gehen mal schauen. Vielleicht macht es auch Sinn, der Straße zu folgen. Aktuell ist das Areal noch relativ groß. Es wurde noch nicht verkleinert. Das heißt, aktuell hat man wohl noch relativ viel Spielraum auf der Map. Wir laufen jetzt hier mal an so einem Berg rum, versuchen natürlich so weit wie möglich nach oben zu kommen, quasi in der besten Liste dann zum Schluss. Ja, was kann man eigentlich bei Battle Royale gewinnen? Die besten Spieler, also ich glaube ein Drittel aller Spieler, also dann natürlich das beste Drittel aller Spieler, bekommen tatsächlich das Ticket wieder, was man dafür einsetzen muss. Aktuell ist Battle Royale im Early Access noch kostenlos, aber wenn es dann Free-to-Play released wird, H1Z1, dann wird der Battle Royale-Modus gewisse Tickets kaufen. So, ihr seht, jetzt wird gewisses Gift freigelassen. Das bedeutet, dass die Map kleiner wird und man, wenn man ins Gift läuft, stirbt. So, was ich sagen wollte. Das beste Drittel, genau, bekommt ein Ticket wieder. Das kann man sich nach Release dann entweder für Echtgeld kaufen oder es im Abenteuermodus quasi finden. Ich beispielsweise habe schon 13 Tickets insgesamt gefunden und könnte die schon einsetzen. Aber wie gesagt, noch ist das Spiel oder dieser Modus kostenlos. Die besten Spieler bekommen außerdem noch virtuelle Items, sowas wie Kisten. Also es gibt Kisten, die man mit Schlüsseln öffnen kann. Und die kann man eben auch gewinnen. So. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Es kommt ein Airdrop. Ein Airdrop ist
Ein Flugzeug, das eine Kiste mit meist sehr wertvollen Waffen fallen lässt, an der man sich dann ja quasi laben könnte, ne, sozusagen. Wir versuchen mal, den Airdrop zu lokalisieren. Ich guck auch mal, ich schaue mich auch mal um, dass hier jetzt nicht irgendwie mir noch einer folgt oder so. Das wäre ja Käse. Da könnte ich ja jetzt nicht so. Hätte ich jetzt nicht so Lust drauf, ne, wenn wir gleich über den Haufen geschossen werden. Ich möchte euch ja das Game auch ein bisschen zeigen. Also ihr seht, soweit ihr H1Z1 schon kennt, das Spiel sieht im Endeffekt genauso aus wie der Abenteuermodus. Nur dass das Ganze jetzt ein bisschen mehr Action gepackter ist, hoffentlich. Und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Druck dahinter ist, dass man gewisse Dinge findet, dass man sich dann auch verteidigen kann. Also ich denke mal, jetzt nur mit Pfeil und Bogen werde ich nicht weit kommen. Deshalb hoffe ich, dass ich gleich nochmal eine Siedlung oder ein Haus finde. Ihr seht, da oben steht dann immer only sowieso lange noch remaining. 45 Sekunden sind es jetzt noch, bis das nächste Mal die Map verkleinert wird. So, ich crafte jetzt hier nochmal ein paar Pfeile. Ich habe jetzt insgesamt 7 Pfeile. Ich werde mal hier jetzt noch so einen Branch droppen. Der nimmt mir nämlich Platz weg in meinem Inventar. Und nun schauen wir doch mal, ob wir hier in der Gegend noch was finden. Da ist ein See. Am See sind ab und an, vielleicht kennt der ein oder andere das schon aus dem Freeplay-Modus, ab und an sind im See oder am See kleine Gebäude, die man mal durchforsten könnte. Ich schaue noch mal durch die Gegend. Sehe jetzt hier soweit erstmal keinen weiteren Spieler. Das ist in Ordnung. Was ich euch übrigens auch noch ans Herz legen möchte, H1Z1, das ist ein Early Access Titel, aber ich persönlich kenne keinen Early Access Titel, der so viele und so hochfrequentierte Updates raushaut wie H1Z1. Micha und ich haben uns das Spiel vor 3 Wochen, glaube ich, gekauft und seitdem gab es bestimmt schon 10 oder mehr Updates und es wird wirklich von Mal zu Mal besser. Oh, da hinten sehe ich was. Da laufe ich mal hin. Beispielsweise jetzt eine kleine Neuerung, die mir selber noch nicht aufgefallen ist. Oben rechts in der Ecke ist relativ transparent, aber dort sieht man jetzt, liegt auch daran, dass ich einen Kompass trage, in welche Himmelsrichtung man läuft. Das ist sehr hilfreich, denn wenn man zusammenspielen möchte im Free- oder im Abenteuermodus, findet man sich meistens nur sehr schwer. Mit einem Kompass beispielsweise ist das deutlich einfacher zu regeln. So, ich sammle nochmal ein paar Blackberries auf. Es scheint allerdings aktuell noch nicht so zu sein, dass man großartig jetzt Hunger oder Durst bekommt. Aha, schaut mal, da hinten ist ein Strommast und dort sehe ich auch verschiedene Wohnwagen stehen. Da werden wir jetzt mal schnell hinlaufen und hoffentlich vielleicht eine Waffe bekommen, damit wir uns verteidigen können. So. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht habe ich da auch anfangs fehlkommuniziert. Zombies scheint es in diesem Modus nicht zu geben. Das heißt, man muss tatsächlich nur auf die gegnerischen Spieler achten, dass die einen nicht über den Haufen schießen. So, das sieht doch schick aus. Gut, aber wir wissen natürlich auch, ich bin nicht der Einzige auf dem Server. Das heißt, ich bin auch nicht der Einzige, der jetzt Bock hat, diese Wohnwagen sich mal genauer anzuschauen. Das heißt, jederzeit könnte es hier zu einem Kampf kommen. Und ich nehme deshalb mal den Stock in die Hand, um gewissen Angreifern dann vielleicht einen über die Rübe hauen zu können. So. Es gibt wieder, die Map wird wieder verkleinert. Es gibt hier eine Map, liebe Leute, die man sich angucken kann. Die gibt es im normalen Spiel noch nicht. Im Battle Royale ist das möglich. Ihr seht, so groß ist aktuell noch der Raum, in dem man sich bewegen kann und der wird von Mal zu Mal kleiner. So, schauen wir doch mal, dass wir jetzt hier was finden. Das wäre doch was. Ah, feines. Schaut, Leute, da ist auch schon eine Pistole, die wir gefunden haben. So muss das sein. Weg mit dem Stock. Wir schnappen uns ganz fix die Pistole. Nehmen dazu noch ein bisschen Munition. Klasse Sache. Ist ein T-Shirt. Das können wir nehmen und ziehen uns das an, damit wir ein bisschen mehr tragen können. So, wir nehmen direkt die Pistole in die Hand. Die wird einmal nachgeladen. Wunderbar. Jetzt können wir uns schon mal sehr gut gegen Angreifer wehren. Dort drüben sehe ich noch einen Helm. Den setzen wir uns aber direkt in Mengen auf. Da seht ihr mal, schick, einen Motorradhelm. Was bringt mir so ein Motorradhelm? Nun ja, in erster Linie bringt er mir Rüstung. Das bedeutet,
Mit einem Pfeil und Bogen beispielsweise könnte ich mit einem Schuss in den Kopf direkt getötet werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich mit diesem Helm. Man braucht jetzt wohl Minimum 2 Schüsse, um mich niederzustrecken. Also in den Kopf. So, ich kann hier auch gewisse Dinge shredden, das heißt zerreißen. Dadurch bekomme ich dann gewisse Dinge, aus denen ich wieder Sachen bauen kann. Also das sind jetzt hier Scrap of Cloth. Also im Endeffekt sind das Stofffetzen, aus denen ich jetzt mir ein kleines... Ah, ich brauche noch ein Stofffetzen mehr. Opfern wir doch mal mein T-Shirt. Jetzt funktioniert das nicht, weil ich zu viel trage. So, das tun wir dahin. Jetzt opfern wir noch mal mein T-Shirt. Damit ich mir einen kleinen, ja, so eine Umhängetasche, sag ich mal, machen kann. Das Ganze heißt Satchel, ihr werdet es gleich sehen. Da, jetzt hängt es mir über den Rücken. Und wir machen schnell noch hier die 2 Autos leer, falls wir was drin finden. Und dann machen wir uns aus dem Staub. Denn, wie gesagt, ich werde nicht der Einzige sein, der Lust hat darauf, diesen Van zu looten. So, laufen wir mal schnell weiter. Ich würde sagen, wir gehen ruhig mal auf Krawallkurs. Ich meine, wir haben eine Pistole. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wir laufen also jetzt einfach mal diesen Strommasten nach. Ah, schaut mal, da ist ein anderer Spieler. Komm, ja, was soll der Geiz? Ich habe Lust, den jetzt umzunieten. Wir laufen jetzt also zu dem anderen Spieler und ich werde mal versuchen, ihn zu erschießen. Kann natürlich auch sein, dass die Runde dann hier schon vorbei ist. Aber probieren wir uns doch mal aus. Wie gesagt, erste Runde auch für mich. Vielleicht kriegen wir ihn ja umgeschossen. Ich habe jetzt auf ihn geschossen. Das war vielleicht nicht so die klügste Idee. Jetzt weiß er nämlich, dass ich hier bin. Er scheint sich in dem Wohnwagen zu verstecken. Nein. Er schießt mit einer Schrotflinte. Mist! Und er hat mich erledigt, ta tatsächlich. Wir haben es geschafft auf den 36. Platz. Better luck next time. Ich habe ein Reward bekommen und zwar ein Hi. Mystery Bag. So, das, was der Spieler jetzt machen kann, er kann all das, was ich bereits gelootet hatte, kann er sich schnappen. Ay, 완전 거지네 이거. Gut, scheint ein Asiate zu sein. Er hat mir vielleicht noch die ein oder andere Beleidigung mit auf den Weg gegeben. Das ist möglich. Ja, leider ist das Spiel jetzt schon für mich vorbei. Macht aber soweit gar nichts, denn ich finde, man hat ganz gut gesehen, worum es in dem Spiel geht. Mystery Bag, ich nehme an, das kann ich dann im Freeplay-Modus weiter verwenden. Ich bin 36. Platz geworden. Leider habe ich jetzt nicht ganz darauf geachtet, wie viel insgesamt drauf waren. Ich schätze mal so 40. Tja. War eine ganz witzige Runde. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in Battle Royale gewinnen. Und hoffe, dass ihr, wenn ihr H1Z1 schon habt, vielleicht auch mal eine Runde spielt. Micha und ich werden im Stream auf jeden Fall auch nochmal Battle Royale spielen. Wie gesagt, neben Pistolen, die ich jetzt hatte, habt ihr gerade gesehen, gibt es auch noch Shotguns, es gibt Maschinengewehre, die man verwenden kann. Ich bin jetzt tot und würde sagen, für den ersten Moment reicht das erstmal zu H1Z1 Battle Royale. Ich bin Pinkelbernd. Das war eine Runde H1Z1 Battle Royale mit Pinkelbernd. Falls euch dieses Format gefällt, es ist nämlich ein Format auf Probe, wir wollen erstmal schauen, ob das so funktioniert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen oben da, damit ich weiß, okay, das kann ich auch mit weiteren Spielen so machen. Würde mich freuen. Kuss auf die Nuss, euer Pinkelbernd. Ciao!